So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und letztens, also jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr her, war der Crazy O zu Besuch. Man nennt ihn jetzt nur noch Zai von der Polizei, also Marius, ne, auch genannt. Und der kommt aus Hessen, wenn mich nicht alles täuscht, liegt Limburg an der Lahn in Hessen. Und in Hessen tun die Hessen essen. Und was essen die Hessen in Essen? In Hessen? Grüne Soße! Das ist das Besondere. Das scheint nämlich eine regionale Spezialität zu sein, die die meisten Menschen gar nicht kennen. Er hat ja, wenn ich mich recht entsinne, als wir damals mal in Limburg an der Lahn waren, in Hessen, wo die Hessen essen, beim Zai waren wir in einem Restaurant von seiner Schwester und da gab es Schnitzel mit Pommes und da stand grüne Soße dabei in der Karte. Und ich wusste nicht, was grüne Soße ist. Hat er gesagt, probier's mal, das ist übelst toll, das ist auch mit so Kräutern und so und richtig cool und chillig. Habe ich bestellt, fand ich übelst cool, muss ich sagen, hat mir geschmeckt, war mal was ganz anderes und ich habe das noch nie wieder gesehen, nur in Hessen, nur in Limburg an der Lahn, in dem Restaurant bei der Schwester. Als er jetzt zu Besuch kam, hat er extra eine Dose, also einen Becher grüne Soße mitgebracht. Die möchte ich heute mal testen, die möchte ich heute mal aufmachen. Die steht jetzt leider schon ein bisschen hier rum. Die ist von Schwälbchen, ihr seht die Schwalbe hier oben, Schwälbchen grüne Soße mit 7 feinen Kräutern ohne Ei, weil dazu nämlich steht, unsere regionale Spezialität schmeckt am besten mit frisch gekochten Kartoffeln und Eiern, nur echt mit den 7 typischen Kräutern und das sieht auf jeden Fall wunderbar aus hier vorne drauf. Weil ich das damals mit Schnitzel und Pommes gegessen habe, habe ich gedacht, ich bereite hier mal was vor. Hier seht ihr nämlich einmal Schnitzel und hier seht ihr Pommes in Form von Curly Fries. Die riechen ein bisschen wie Soßströming, aber egal, wir lassen uns davon nicht die Laune verderben. Machen jetzt mal die grüne Soße auf, probieren das Schnitzel dazu. Das soll für Thumbnail irgendwas sein, da muss man ja immer komisch gucken. Wir probieren die Soße aber erstmal so, wenn wir den Becher hier öffnen. Ich weiß gar nicht, Pupsi hat gesagt, musste das nicht warm machen oder wie? War man nicht in Aschaffenburg? Gab es da nicht auch grüne Soße? Haben die nicht warm gemacht oder so? Ich konnte mich nicht erinnern, dass die irgendwie mal warm war. Das sieht jetzt hier aus wie einfach ein Petersilie-Joghurt. Ist bestimmt mit drin. Nehm mal so ein Gäbelchen grüne Soße. Und die ist unglaublich toll, vor allem gerade, weil die kalt ist, irgendwie aber richtig sahnig ist und wirklich so nach Kräutern schmeckt und verschiedene Kräuter, du kannst gar nicht alle aufzählen. Das ist so ein toller Geschmack. Das kannst du auch als Dip nehmen. Das ist so frisch, das ist so toll. Ich finde es so schade, dass man die so gut wie nirgendwo findet. Es nirgendwo grüne Soße gibt. Theoretisch kannst du jetzt einen Löffel nehmen und kannst den ganzen Becher leer essen. Das ist bestimmt unglaublich ungesund. Aber das als Dip für Tortillas oder für andere Chips, selbst für Pombeeren oder für Pommes, einfach nur Pommes. Immer alle mit Mayo und Ketchup. Pommes mit grüner Soße. Beste, was es gibt. Guckt euch das hier an. Wenn wir hier mal so einen Teil nehmen, tunken das hier rein, haben dann hier die grüne Soße dran. Oh. Danke, Chai. Danke, Crazy O. Danke, Marius. Danke allen dreien. Dieses Kartoffelige mit diesem frischen, cremigen, sahnigen, kräuterlichen. Und dann ist das ist warm und das ist kalt und diese Komponente dazu. Und das kombiniert sich einfach so immens. Ich finde das so klasse. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es in Aschaffenburg grüne Soße gab. Pupsi hat gesagt, ja doch, irgendwie war da was und die hatten das warm serviert oder so. Vielleicht war das nicht. Es ist Aschaffenburg, das kann niemals so original eine grüne Soße sein, wie man es hier kennt. Vielleicht haben die einfach nur irgendeine Soße gemacht und weil die grün war, einfach gesagt, wir haben auch grüne Soße, aber das ist nicht nach Originalrezept. Diese sahnige mit den 7 Kräutern. Das muss Pupsi unbedingt auch mal probieren
mir dann mal sagen, ob das schmeckt, ob das nicht schmeckt. Die hat sich jetzt, weil sie dachte, die Soße mag sie eh nicht, hat sie sich jetzt Mischgemüse dazu gemacht. Genau, Mischgemüse. So, wir schnüffeln mal kurz. Ich halte das jetzt einfach hier in die Soße rein. Mir egal. Wir haben jetzt hier Soße dran am Schnüffelstück. Curly Fries. Ich tue das jetzt wieder hier rein. Guckt euch das an. Alter, das schmeckt so gut. Ich mache keinen Scheiß. Ich habe es noch nie so ernst gemeint wie jetzt. Das ist wirklich so köstlich. Ich muss euch das nochmal zeigen. Schnitzel eintunken. Richtig warten, bis es überzogen ist. Und den ganzen Beidel grüne Soße mit reingeschlungen. Also Dankeschön an den lieben Crazy O, an den lieben Marius, an den lieben Zai. Und danke damals für die gute Zeit, für das Erlebte, für das erste Mal in Berührung kommen mit dieser grünen Soße. Die schmeckt sicherlich dann dort im Restaurant nochmal ein bisschen anders als jetzt hier abgefüllt im Becher zum Kaufen. Aber dass es die überhaupt zu kaufen gibt, ist für mich eine Sensation. Ist dort die regionale Spezialität. Habt ihr schon mal grüne Soße gegessen? Schreibt's mal rein. Und wenn nicht, hey, würdet ihr die gerne mal probieren? Ich weiß nicht, ob man die sich im Internet bestellen kann oder so. Wenn nicht, fahrt alle mal irgendwie nach Hessen oder direkt nach Limburg. Fahrt zum Zai, der zeigt euch die Stadt und zeigt euch die grüne Soße. Ja. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Spaß.